Hallo, in diesem Video nur ein kleiner Trick für all diejenigen, die viel mit Textdateien und der Zwischenablage arbeiten. Ich habe hier eine Textdatei, da ist ein entsprechender Text drin und der soll halt in ein anderes Dokument kopiert werden und zwar komplett. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Die Standardmöglichkeit wäre mit STRG A erstmal den kompletten Text zu markieren. Danach mit STRG C den kompletten Text in die Zwischenablage kopieren, dann das Zieldokument anwählen und dann mit STRG V den ganzen Text wieder einfügen. Nun, zumindest die Schritte des Dateiöffnens, Markieren und Kopieren können wir uns ersparen, wenn wir uns, vorausgesetzt wir sind Windows XP-Nutzer, clip.exe von Microsoft.com kostenlos herunterladen. Die Benutzer von Windows Vista und Windows 7, die brauchen das nicht. Die haben clip.exe nämlich schon auf ihrem Rechner drauf. Insoweit werde ich das jetzt erstmal hier wieder entfernen. Aus der Zwischenablage auch löschen. So, schauen wir uns clip.exe an. Dazu werde ich das jetzt hier erstmal wieder schließen. Clip. Und dann einfach Dateiname, in diesem Fall info.txt, Autokomplettierung, einfach abschicken. Ich bekomme kein großes Feedback. Wenn ich allerdings jetzt hier in der Textdatei wieder STRG V drücke, ist der Text da, denn Clip und dann Klammer info.txt sorgt dafür, dass der Inhalt von info.txt in meinem Clipboard, also in der Zwischenablage, landet. Nun, diese Methode ist bis jetzt noch nicht wirklich einfacher. Sinnvoller wäre es, das Ganze über das Kontextmenü des Explorers erledigen zu können. Dazu habe ich jetzt hier mal die Zwischenablage geleert. Kontextmenü sieht derzeit noch so aus. Ich habe nur Öffnen, Drucken und Bearbeiten. Insoweit werde ich einfach auf Start ausführen, dann RecEdit im Öffnen-Dialog eingeben. Dann haben wir hier HKeyClassesRoot. Dann suchen wir als nächstes txt-File, das heißt bei HKeyClassesRoot fast bis ganz nach unten durchscrollen. txt-File. Dann haben wir hier Shell und dann haben wir hier OpenPrint und Print2. So, Shell ist angewählt, rechte Maustaste, Neu und Schlüssel. Und den Schlüssel benennen wir jetzt so, wie wir den Eintrag nachher im Kontextmenü sehen wollen. Ich werde das jetzt hier einfach mal nur Zwischenablage nennen. Sie können das natürlich noch kopieren in Zwischenablage oder kopieren zu Zwischenablage, je nachdem wie Sie wollen. Oder Copy to Clip wäre natürlich genauso gut möglich. So, Zwischenablage habe ich das Ganze jetzt hier genannt. Dann dasselbe nochmal in grün, also Zwischenablage anwählen, rechte Maustaste, im Kontextmenü Neu und Schlüssel. Der neue Schlüssel, der heißt nur Command. Dann wählen wir Command an und dann haben wir hier einen Standardschlüssel, der ist nicht gesetzt. Da machen wir einfach einen Doppelklick drauf und hier schreiben wir jetzt einfach nur rein cmd.exe/c und jetzt der Befehl, wie wir ihn eben schon hatten, das heißt einfach clip, dann Klammer. Und jetzt, Dateiname können wir natürlich noch nicht angeben, aber der Dateiname, der kommt über das Kontextmenü herein, über die Variable %1. Allerdings müssen wir dieses %1 in Anführungsstriche setzen, sodass der komplette Befehl lautet command.exe, Freizeichen, slash c, Freizeichen, clip, Klammer, Anführungsstriche, %1 Anführungsstriche. So, das sollte funktionieren. Klicken wir auf OK. Jetzt steht das hier hinten als Wert drin. Können wir das Ganze hier schließen. So, hier ist jetzt mein unbekanntes Dokument. Das ist noch leer. Die Zwischenablage selbst. Okay, da war noch was drin. Dann machen wir das nochmal. So, STRG A und C gemacht. Also, jetzt habe ich nur noch das A drin. Und nicht den Text von info.txt. Also rechte Maustaste. Und jetzt habe ich hier einen eigenen Eintrag Zwischenablage. Den haben wir ja eben erstellt. Klicken wir einfach drauf. Öffnet sich ganz kurz die Eingabeaufforderung. Schließt sich auch selbstständig wieder. Und wenn ich jetzt hier auf Einfügen gehe, ist der Text drin. Okay.